Also wir haben hier jetzt den Bronzeguss, das ist die endgültige Fassung des Edgar. Sind auch jetzt in dem Kopf durchaus Züge von Edgar Reitz und dann eben mit der Hand dieses Fokussieren, das also ganz wichtig ist. Und er sprach sogar von einem Verhältnis 9:16. Und wichtig dabei war, dass die Figur schreitet, dass der nicht mehr still steht, sondern nach vorne geht und dann eben auch fixiert ein Ziel. Das heißt, man kann natürlich auch da sehr schön dann durchgucken von vorne, dann durch dieses Fokussieren dann zu dem Auge und da wird man Bezug dann eben feststellen können. Das Ganze ist also aus Ton, aus Erde modelliert und das Modellier und der Charakter dieser Erde war mir wichtig im Sinne Erde, Erdhaft, Herkunft, Heimat, wenn man so will. Und das zeigt sich dann eben auch in der Oberfläche dann der Bronze. Natürlich ist es so, normalerweise würde ich diese Bronze patinieren. Aber es handelt sich ja hier um den Edgar, der als Preis im Bereich Film übergeben werden soll. Und wichtig ist natürlich auch da die Lichtreflexion. Und früher gab es ja, heute ist das Wort ja etwas aus der Mode gekommen, das Wort Lichtspielhaus. Und das finde ich also einen wunderbaren alten Begriff. Und das Licht spielt natürlich auch dann, je nachdem, wie ich die Figur auch drehe, spielt dann eben auch sein Spiel auf dieser gebürsteten Bronze. So, jetzt muss ich nochmal hier neben hin. Natürlich. So. Okay. Ah, das ist auch ein gutes Foto. Wer vergibt denn jetzt? Wer übergibt? Das muss der Edgar machen. Ja, oder Herr Tukur. Ja, der Tukur müsste eigentlich übergeben, ja.